Und zack, da sind wir wieder. Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in der heutigen Folge zeige ich euch, wie ich meine Schubladen baue. Ihr seid es wahrscheinlich gewöhnt, auf YouTube richtig geile Verbindungen zu sehen und super tolles Material und die schönsten Schubladen auf der ganzen Welt. Bei mir leider nicht. Bei mir werdet ihr USB sehen und einfach eine stumpfe Verbindung mit Schrauben und Leim. Passend zum Projekt ist mein Päckchen da, und zwar die Schrauben und meine Bits. Ja, das ist jetzt gerade voll wichtig für mich, denn die passenden Schrauben, wie gesagt, von der Länge her, haben die anderen so ein bisschen, waren die anderen ein bisschen zu lang gewesen. Und das sind, glaube ich, 4x25er und neue Bits. Kann ich endlich mal anständig arbeiten hier. Übrigens, falls ihr mich unterstützen wollt, schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich es verlinkt, meine Amazon-Wunschliste, da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr mich unterstützen wollt. So, jetzt können wir mit dem Projekt anfangen. Und zwar seht ihr, dass ich die paketweise voneinander getrennt habe, die Bodenplatten. Das liegt daran, dass ich zwei Korpusse habe, also zwei unterschiedliche Breiten habe. Da ist eine Abweichung von 2 mm, deswegen musste ich die Platten alle unterschiedlich sägen. Plus, ich habe einmal tiefe und etwas flachere Schubladen. Deswegen musste ich auch da darauf achten, dass das alles schön sortiert ist. Dafür nehmen wir jetzt die ganzen Sachen erstmal hier auf die Werkbank, auf meine neue Werkbank, fangen an zu schrauben. Die Bodenplatte, die Seitenteile, die hier, das sind die vorderen Seiten, und hier haben wir die 120x580, das ist die Tiefe, das sind die hier. Die werde ich jetzt auch noch mal kurz beschriften mit kurzer Seite und breite Seite oder lange Seite, denn da will ich jetzt auch nicht durcheinander kommen, da schreibe ich einfach ein K hin. Und dann L für lang oder B für breit. So. Damit wir beim Arbeiten nicht durcheinander kommen. So, wir nehmen uns jetzt mal die Bretter, die gebohrt werden müssen. Die möchte ich nämlich auf jeden Fall vorbohren, dass sich das Material nicht spaltet oder aufgeht, kaputt geht. Und dann bohren wir das Ganze erstmal vor. Dafür werde ich das mal hier erstmal festziehen, leicht zusammenlegen, dass das überall bündig und gleichmäßig ist. Gut, dann zeichnen wir uns das mal kurz an, die mittig, wo die Schrauben reinkommen sollen, und können dann vorbohren. So, dann legen wir uns das an die Kante an. Bohren vor. Ist die Leimflasche wieder verstopft? Das kann doch nicht wahr sein. Nehmen ein bisschen Leim dazu. So, Schraube rein. Zack, fest. Nehmen die Platte. Legen wir uns das hier schön drauf. Ja,
gehen wir mit dem Handschleifer noch einmal über die Kanten. Davon werde ich jetzt noch weitere 10 Stück bauen und melde mich dann gleich, sobald ich damit fertig bin. Ziehen wir das Ganze hier erstmal raus. Ich habe hier meinen Kombiwinkel auf wie viel auf 22, genau auf 22 mm eingestellt. Das ist genau der Abstand für die Bohrlöcher. Die Schiene, die an den Korpus kommt. Hier seht ihr die Bohrung, die Befestigungsstellen. Der Abstand von hier an die Kante sind 22 mm. Das zeichnen wir jetzt hier an. Wir machen das nämlich schön bündig mit der Unterkante. Acht solche kurze Schrauben. Diese 20 mm Leisten, Abstandhalter, sind dafür da, damit ich da 20 mm Abstand habe. Ja, die habe ich vorhin bei der ersten Schublade auf den Boden gelegt. Darauf habe ich dann die Gegenschiene gesetzt, so geschraubt. Und dann die Schublade reingeschoben. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch. Diese 20 mm Leiste dient als Abstandhalter. Die habe ich jetzt auch hier genutzt. Und zwar an dem Auszug, wie ihr sehen könnt. Vielleicht seht ihr das nicht. Hier an der Seite habe ich die aufgenommen. Das sind genau 20 mm. So viel Luft habe ich auch hier an der Schublade. Das passt wunderbar. Diese werden wir dann auch nehmen für die weiteren Schubladen. Schubladen. Legen wir einfach hier auf den Kasten, nehmen unseren Auszug, schieben wir es bis zur Kante bündig und dann können wir hier das Ganze verschrauben. So. Jetzt können wir nämlich hier diese Leiste wegnehmen und jetzt haben wir genau den Abstand zwischen der unteren Kante und der Schublade von 20 mm. Tipptopp, passt. Wunderbar. Die Schublade hat nicht gepasst wegen der Strebe. Ich habe die vorderen Latten, die habe ich ja flach eingesetzt und die hinteren, die sind hochkant eingesetzt worden. Das ist die hier. Und da ist sie nämlich gegengekommen, die Schublade. Deshalb habe ich eine Aussparung reingesägt. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt habe ich hier quasi die Seite, die Rückwand, also die Rückseite etwas schmäler gemacht. Hier eine Aussparung reingemacht. Ja, jetzt ist hier auch bündig mit den anderen Schubladen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum das hier alles bündig ist und nicht die oberste. Die geht jetzt auch schön auf und zu. Perfekt. Die vorderen Blenden, die mache ich dann auch später, wenn ich das schöne Holz erstmal habe. Es ist mir immer wieder eine Freude zu sehen, dass das Projekt am Ende funktioniert. Schön sieht es noch nicht aus, da kommen ja noch die Fronten dran. Dafür werde ich mir von den Eiche-Leimholzbrettern nehmen, damit das Ganze auch zu den restlichen Möbelstücken hier passt. Was soll das? Dann denke ich mal, wird das Ganze abgeschlossen sein.
Wobei ich noch 5 Schubkästen habe, die ich noch zu montieren habe. Das mache ich aber morgen in Ruhe, so ein Sonntagsprojekt sozusagen. Und dann, denke ich mal, kann ich endlich einräumen. Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag, Abend. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dahin. Tschüss.